Herr Günther, es ist ja nun, glaube ich, die fünfte Ausstellung bei mir und jede Ausstellung, die du hier gemacht hast, die war eigentlich ganz besonders. Also es gab eigentlich keine, es gibt keine Wiederholungen. Und was jetzt vielleicht in dieser Ausstellung auffällt, dass du eben jeden Raum ganz anders konzipiert hast und dass auch erstmalig wirklich eine große Farbigkeit da. Ja, du hast recht. Das ist überhaupt die erste Ausstellung, wo so viel farbige, in Anführungsstriche, farbige Arbeiten gezeigt werden. Das heißt natürlich nicht, dass ich schon vor Jahren auch sogenannte blaue Arbeiten gemalt habe. Ich habe sie noch nie gezeigt. Das Territorium wird ja zum ersten Mal hier gezeigt, aber es ist ja auch so, dass dieses Territorium aus ganz unterschiedlichen Arbeiten, aus unterschiedlichen Zeiten besteht. Zum Beispiel ist jetzt die blaue Arbeit die jüngste Arbeit? Ja, ist die letzte Arbeit, die gemalt wurde. Und sie ist eigentlich nicht speziell für das Territorium gemalt worden, wie alle anderen Arbeiten auch, sondern alle Arbeiten werden autonom in meinem Atelier gemalt, als Einzelarbeiten auch konzipiert und werden dann aber zu einem Territorium ausgewählt und zusammengestellt. Ist das ein sehr schwieriger Prozess? Ja, das ist schon ein sehr langwieriger Prozess auch, zumal die Zuordnung der einzelnen Arbeiten doch in der Praxis durchdacht werden muss. Der Begriff des Territoriums ist ja eigentlich ein Begriff, der von mir gewählt worden ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie Arbeiten überhaupt zueinander in Beziehung treten können oder sich annähern können oder wie sie sich auf einer Wand verhalten können. Also so gesehen ist jede Einzelarbeit von mir kein ausschließlich nur autonomes Werk, unabhängig von jeglicher Situation, sondern ich setze die Arbeiten immer in einer Situation aus, also heißt einen Raum aus, einer Wand aus und baue dadurch eine bestimmte Beziehung auch zum Betrachter auf. Denn das Territorium kann ja auch wieder aufgelöst werden. Genau. Das ist also keine jetzt eine feste Zuordnung, das wäre schon was wieder zu viel, sondern Annäherung bedeutet, dass man sich auch wieder lösen kann von der Annäherung. Und bei diesem Territorium hier zum Beispiel, wenn man sich die Zuordnung oder die Annäherung der einzelnen Bilder mal genauer betrachtet, so wird man hier eine gewisse Vertikale und Horizontale setzen können. Und das sind Dinge, die mich eigentlich interessieren, dass der Blick ständig wandert und dass man, durch das Sehen eigentlich auch das Bild hinterfragt oder dem Bild dann auch, wenn man so will, eine ganz bestimmte Bedeutung geben kann. Aber Bedeutung heißt für mich keine literarische Inhaltlichkeit, keine verbale Inhaltlichkeit, sondern Bedeutung entsteht immer in der sehr engen Beziehung zum Betrachter. Ich benenne das oft auch als eine Befindlichkeit, wie man sich vor einem Bild einfinden kann und wie man sich selbst vor einem Bild befindet. Also das heißt, dass nicht nur das dort von Interesse ist, sondern auch, dass das ich von Interesse bin. Und beides muss zusammenkommen. Das ist eigentlich von Anfang an ist mir das sehr wichtig gewesen, dass ich also durchaus die Beziehung zwischen Bild und Betrachter zum Beispiel als eine ganz ursprünglich menschliche Beziehung sehe. Und ich denke, dass das Malerei auch solche Art von Annäherung oder Beziehung oder Atmosphären aufbauen durchaus leisten kann. Wie du dich auf den Weg gemacht hast, eben kein Bildhauer, sondern eben ein Maler zu werden oder zu sein, ist dir ja sozusagen das analytische Moment sehr wichtig gewesen. Was ist denn ein Bild, aus was besteht es? Normalerweise kann man sagen, ja, Ölfarbe wird mit Terpentin vermischt und das gibt dann eine Farbe. Und bei dir ist es ja wie eine Trennung. Also der Prozess auch sozusagen, um zu diesen Bildern zu kommen, der ist ganz anders als
bei anderen? Ja, ich habe mich ja also Anfang der 70er Jahre eigentlich zunächst mal gar nicht als Maler empfunden, sondern ich weiß nicht, was ich war. Ich war jemand, der einfach eine Affinität hatte, mit bestimmten Materialien umzugehen, und ich wollte einfach wissen, wie verhält sich so ein Material in meiner Hand, welche Möglichkeiten habe ich damit umzugehen. Und so gesehen bin ich ja kein traditioneller Maler. Also ich sag mal, viele Maler benutzen Farbe immer in einem flüssigen Zustand. Also sie hinterfragen sich zunächst einmal nicht, woraus eigentlich diese Farbe besteht. Ich bin noch mehrere Schritte zurückgegangen und habe mich gefragt, okay, was ist denn überhaupt die Substanz, mit der ich umgehe? So. Und das ist für mich von Anfang an eigentlich sehr bedeutend gewesen, sehr wichtig gewesen, dass ich das Material als solches auch akzeptiere und erhalte.